möchte ein bisschen über Travel Technology bei Reiseveranstaltern sprechen. Habe dazu auch nochmal die Basics mitgebracht, wie auch in den letzten Jahren. Habe darüber hinaus ein paar Thesen und Bereiche mal formuliert, die aus unserer Sicht gerade top aktuell sind und worum sich Reiseveranstalter auch kümmern sollten aus unserer Sicht. Ja, mein Name ist Michael Faber, ich bin Berater und Geschäftsführer Touristik bei Tourismus Zukunft. Wir sind ein Ensemble von Enthusiasten, die mit Ihnen gemeinsam die digitale Zukunft gestalten. Wir sind ein sogenanntes New Work Unternehmen, das heißt, wir haben kein Büro, wir haben keine Mitarbeiter, wir arbeiten alle selbstständig, vorwiegend am Pool, vielleicht nicht unbedingt wie hier abgebildet, ein Symbolbild, aber das ein oder andere Mal sind wir auch auf der Welt unterwegs und nutzen die Freiheit, die wir dort haben, um an den schönsten Plätzen der Welt eben auch zu arbeiten. Wir haben uns als Netzwerkunternehmen an 12 unterschiedlichen Standorten aufgestellt, wobei jeder unserer Netzwerkpartner da andere Spezialitäten und Spezialisierungen letzten Endes hat und unterschiedliche Kompetenzen mitbringt. Ich möchte Ihnen ganz kurz das System Reiseveranstalter als Basis vorstellen und Ihnen auch schon ein paar Hinweise dazu geben, wen Sie hauptsächlich in Halle 5.1 sind, also hauptsächlich die Technikdienstleister, die im Bereich Reiseveranstalter hier auch ihre Entwicklungen und Produkte vorstellen. Und da fangen wir mal an mit dieser schönen Grafik von den Kollegen Göcke und Weithörner. Das Planungssystem, da geht es also um Preisvergleiche, um die Kalkulation etc. Das ist also ein typischer Bestandteil bei so einem Reiseveranstaltersystem. Wir haben in dem Umfeld, wo sich der Reiseveranstalter bewegt, das sehen Sie hier unten links, die verschiedenen Bubbles, wenn wir dann auch in Richtung Einkauf kommen, die verschiedenen Schnittstellen zu den unterschiedlichen Leistungsträgern bzw. Produktbausteinen, seien es jetzt Flüge, wo wir Consolidator, Linienflüge, Flugdatenbanken im Endeffekt haben oder auch dann direkt zu den Airlines. Wir haben die Unterkunftsanbieter, wir haben die Bettenbanken, die da direkt angeschlossen werden. Wir haben Incoming-Agenturen, Mietwagenanbieter, Bahnen, Fähren, Skipässe, was auch immer, Kreuzfahrten, Versicherer, die hier im Bereich des Einkaufs eigentlich dann angebunden werden über verschiedene Schnittstellen, sei es direkt oder dann nochmal über einen Hotel-Switch aus dementsprechenden Hotel-Datenbanken. Dort findet dann häufig auch das Vertragsmanagement im Einkauf statt in diesem Teil des Systems, was dann letzten Endes in das Inventory-System, also in die interne Kontingenzverwaltung überleitet, wo Sie Kontingente für die jeweiligen Leistungen dann pflegen. Im weiteren Umfeld haben wir dann, oder kommen wir erstmal zur Produktion. Hier ist klassischerweise, sind hier natürlich auch noch Katalog- und Bausteinprodukte mit angezeigt. Da tut sich derzeit oder in den letzten Jahren relativ viel, gerade auch durch die X- und Y-Produktion, wo wild aus Datenbanken, Flugdatenbanken und verfügbaren Hoteldatenbanken Produkte zusammengewürfelt, würde ich jetzt mal sagen, werden und wir teilweise auch sehr wilde Ergebnisse bekommen mit Umstiegsverbindungen etc. Also das spiegelt sich alles hier in den Produktionssystemen ab. Was letzten Endes auch teilweise die eigentlichen Veranstaltersysteme sind. Und dann haben wir den ganzen Bereich, sagen wir, Marketing und Fulfillment und auch Backend, das Thema Finanzen natürlich, das Thema Backoffice, das Thema des Fulfillments, also von Unterlagendruck, gerade in der Digitalisierung. Wie werden meine Unterlagen jetzt produziert? Wie werden sie dem Kunden zur Verfügung gestellt? Welche Formate wähle ich dort? Und natürlich auch die Darstellung im Web über die jeweiligen Buchungsmaschinen, über die jeweiligen Content-Management-Systeme auf die unterschiedlichen Webseiten oder wie werden die dann letzten Endes auch auf Partner-Webseiten transportiert, was dann sehr stark hier schon wieder in den Verkaufsbereich mit reinkommt, wo wir zum einen die stationären Partner haben, wo wir natürlich auch die Online-Reisebüros haben, wo wir aber letzten Endes auch den Endkunden haben, der diese Systeme dann nutzen möchte.
Ja, zu den unterschiedlichen Bereichen finden Sie, wie gesagt, in Halle 5.1 diverse Aussteller. Hier zum Beispiel auch die Kollegen von Trefix, die nebenan sind. Die helfen Ihnen auch als Reiseveranstalter, die Produkte an den Mann zu bringen, die Produkte im Vertrieb zu bringen, die Produkte auch über eine Online-Buchungsmaschine online darzustellen. Wir haben auch diverse, wenn man nochmal in den Bereich CMS und Marketing kommt, haben wir auch diverse Agenturen, die sich um Umsetzung von Webseiten angehen. Ich sehe, da hinten steht gerade ein Kollege von Neustar, die in dem Bereich was machen, oder die Kollegen von Raisono sind auch in Halle 5.1. Was haben wir noch? Eigentliche Veranstaltersysteme in Halle 5.1 für die großen Veranstalter sicherlich Blank beispielsweise oder auch die Firma Bevotec, vielleicht auch für kleinere Veranstalter Bevotec mit MyJack interessant. Und wir haben teilweise auch ganz spezialisierte Technikdienstleister, wie zum Beispiel die Katalogwerkstatt, die Ihnen hilft, dementsprechende Schnittstellen, dementsprechende Produkte auch zu visualisieren. Ich habe im Anschluss habe ich auch noch mal so eine kleine Übersicht der verschiedenen Anbieter, zumindest eine Auswahl, womit Sie sich dann auch ganz gut vielleicht bewegen können. Ja, was hat sich getan im Markt? Was sind aktuelle Marktanforderungen aus unserer Sicht? Ein großes Thema ist nach wie vor das Thema Mobile. Der Kunde ist mobile unterwegs. Wir sind überall online, sind auf diversen mobilen Endgeräten, wo wir auch die Webseiten der Veranstalter und der Vertriebsplattformen nutzen. Wenn man sich die Webseiten allerdings anschaut, der meisten Reiseanbieter, ist das im Desktop-Bereich schon teilweise noch recht schwierig, aber gerade im Mobilbereich nach wie vor auch noch schwierig. Also ich glaube, da ist eine sehr große Baustelle für die Reiseveranstalter, gerade auch, weil der Trend, aktuellen Zahlen werden gerade parallel vorgestellt vom VER. Die Online-Buchung ist im Trend, die entwickelt sich weiter sehr stark. Es gibt weiterhin viele Online-Buchungen, die durchgeführt werden, und das ist sicherlich kein abnehmender Bereich. Zusätzlich, was passiert noch auf dem Markt? Wir haben neue Anbieter, neue Produktarten oder neue Formen, letzten Endes auch, wie Produkte an den Mann gebracht werden. Hier mal als Beispiel auch eine kurzfristige Abfrage für Airbnb-Unterkünfte in Berlin. Auch das sind sicherlich für uns als Reiseveranstalter ja neue Mitbewerber oder auch, aber auch neue Produktarten, die wir integrieren können in Zukunft. Was passiert noch? Mr. Trip habe ich mal als ein Beispiel genommen. Es gibt einige andere Portale bereits auch, wo der Endkunde direkt im Zielgebiet eigentlich auch Kontakt bekommt und seine Reise mit einem Reiseexperten, einer Incoming-Agentur, einem privaten Reiseführer vor Ort bucht. Ja. Auch das sind für uns gegebenenfalls als Reiseveranstalter neue Einkaufsquellen, und da müssen wir vielleicht doch die Produktion ein bisschen mal überdenken, dass wir in Zukunft eben nicht mehr über nur die klassischen Wege, über bestehende Vertragspartner das Ganze angehen, sondern auch solche Portale vielleicht interessant sein können, um mit denen zu kooperieren oder Kontakt zu bekommen zu Reiseexperten vor Ort. So. Der Klicker funktioniert jetzt. Dann habe ich Ihnen einen aktuellen Trend mitgebracht, den haben wir auch in unserer aktuellen Infografik, die heute veröffentlicht wird, Digitalisierung und Tourismus untergebracht. Das Jahr der digitalen Assistenten und der künstlichen Intelligenz. Wir werden ja heute hier auf der Bühne in der eTravel World noch einige Vorträge auch hören zum Thema Chatbots. Also hier werden zum einen Originärdaten zur Verfügung gestellt, die dem Kunden erlauben, über Facebook Messenger beispielsweise Flugbuchungen durchzuführen oder auch über Drittdaten, die aus dem Internet recherchiert werden, betreute Suchen, Suchabfragen zu machen und das Ganze über solche digitalen Assistenten abzubilden. Das ist sicherlich auch ein Bereich, der sehr stark kommen wird. So eine betreute Suche nenne ich das immer gerne. Auch darauf sollten wir uns einstellen, nämlich diese Sprach- und Chatroboter, die beantworten die Gästefragen. Und da bleibt letzten Endes
hier zum Beispiel auch nochmal bei Kajak als Beispiel ganz kurzfristig nach einem Hotel in Berlin gesucht. Ruckzuck bekommt man hier auch dementsprechend eine Antwort, was noch buchbar ist, ohne dass ich jetzt hier großartig was eingegeben habe, weil alles vorgefertigte Antworten waren. Das waren nur mal so ein paar aktuelle Geschehnisse auf dem Markt, die ich mal zugrunde gelegt habe, um mal 6 Handlungsfelder zu definieren. Und für die habe ich dann auch mal 5 Thesen mitgebracht. Handlungsfelder für Reiseveranstalter sehe ich aktuell vor allen Dingen im Bereich Einkauf- und Schnittstellenmanagement, im Bereich der Produktion, im Bereich der neuen Produktarten. Sehe ich auch Notwendigkeit, dass hier mehr integriert wird. Dann ist, denke ich, in der Historie der Systeme, die über die letzten Jahrzehnte, 50 Jahre entstanden sind, ist, glaube ich, auch mal eine gewisse Erneuerung nötig, weil eben durch diese neue Anforderung diese Systeme dann teilweise nicht so schnell sind, wie sie vielleicht sein müssten. Den Vertrieb zeitgemäß aufzustellen ist, glaube ich, nach wie vor ein Thema, und die Digitalisierung der Kundenkommunikation und der Kundendaten, gerade auch in Richtung Big Data, ist sicherlich auch eines der Handlungsfelder. Ich möchte im Folgenden ein bisschen drauf eingehen. Eine These, die ich mal mitgebracht habe, ist das Thema Schnittstellen übernehmen die Einkaufsfunktion. Also hier mal symbolisch die Ballübergabe meiner 2 Kollegen als Schnittstelle. Ich habe Ihnen dazu auch einen Text mal mitgebracht. Ja, die Veranstalter kaufen ja heute schon. Der Kollege von der Technik könnte mir ein bisschen helfen mit dem Klicker. Super, danke. Die Veranstalter kaufen Flüge, Hotels etc. über diese Schnittstellen ein, beziehungsweise binden die an. Immer mehr Schnittstellenanbieter gehen auch dahin, dass sie nicht nur noch die konkrete Anbindung und Datenlieferung liefern, sondern das komplette Vertragsmanagement auch über diese Hotelbettenbanken beispielsweise durchgeführt werden, was so ein bisschen die Leistungskette des Reiseveranstalters dadurch natürlich auch verringert. Also nicht nur noch die technische Dienstleistung durch den Service Provider, sondern durchaus auch hier schon konkrete Einkäufe und Produktlieferungen. Gefahr ist natürlich dabei, viele Veranstalter wollen immer Full Content und möglichst viele Objekte haben. Was passiert dadurch? Man wird sehr stark vergleichbar über den Preis, weil wenn jeder dasselbe Produkt hat, jeder alle Flüge hat und jeder alle Hotels hat, dann kann man das Ganze eigentlich sehr stark noch über den Preis steuern. Dadurch entsteht also hier auch wieder ein intensiver Preiswettbewerb. Meines Erachtens für Veranstalter ein strategisches Ziel kann hier wirklich sein, mit exklusivem Content, exklusiver Häuser, Flugcontent, exklusive Kontingente hier wirklich zu punkten. These 2, die Buchbarkeit von neuen Produktarten schreitet weiter voran. Ja, also wir haben es bereits heute schon, dass zum Beispiel auch Kombinationen mit Kreuzfahrtreisen möglich sind. Wir werden das viel stärker sehen, dass das auch im Fern- und Rundreisebereich, vielleicht auch im Busreisebereich jetzt mal kommen wird. Bisher ist der Online-Reisemarkt nahezu nur auf den klassischen Pauschalreisen abbildbar. Das liegt vor allen Dingen an den Kollegen, den Dienstleistern wie Traveltainment und Traffix, dass über diese Systeme hauptsächlich diese Daten abgebildet werden können, die aus den Veranstaltersystemen geliefert werden. Das ist nicht nur das Problem von den IBEs, sondern auch von den Veranstaltersystemen, dass die diese Buchbarkeit von Bausteinen und Einzelbausteinen so noch nicht abgebildet haben. Das wird aber kommen. Wir haben schon schöne Beispiele dafür auch. Beispielsweise gucken Sie mal unter reisekonfigurator.de. Ist von China Tours. Gibt es schon 3-4 Jahre, glaube ich, die Seite. Da können Sie per Drag and Drop verschiedene Asienreisebausteine zusammenpacken zu Ihrer individuellen Reise. Das kann ich mir vorstellen oder habe es jetzt auch schon gelesen, dass es bei anderen Kollegen auch kommt. Suntrips beispielsweise. Dazu war gerade was auch in der Presse. These 3, notwendige Revolution der Veranstaltersysteme.
Ja, hier ein kleiner Seitenhieb an die Kollegen von den Systemen. Ich glaube, ihr habt eine wahnsinnig große Herausforderung, durch die starke Welle der Digitalität und des Internets da Schritt zu halten mit ja, diesen mächtigen Systemen, die sie haben, die wirklich sehr, sehr viele sehr viel Leistungskapazitäten haben, sehr viel Leistung vollziehen. Aber wie passt das Ganze wirklich dann mit solchen digitalen Produkten zusammen? Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel wirklich zu tun mit diesen jahrzehntelang gewachsenen Veranstaltersystemen. Ja, da ist das Thema Big Data, da spielt auch das Thema Kundendaten, Kundenmanagement eine riesige Rolle. Dynamische Anbindung von Schnittstellen, das muss viel schneller gehen. Wir brauchen da viel schnellere Lösungen. Ja? Und das ist sicherlich auch bei den ein oder anderen Veranstaltern ein riesiges Projekt, auch Veranstaltersysteme, Eigenproduktionen anzupassen. Hier ist sicherlich auch vonnöten, dass man da auch nochmal komplett out of the box denkt und auch nochmal wirklich ganz neu denkt und eben nicht in dem Korsett, was man durch sein eigenes Veranstaltersystem entsprechend hat. These 4. Vertriebsrevolution wird durch die Big Player getrieben letzten Endes auch. Big Player sind hier meines Erachtens vor allen Dingen die großen und finanzstarken internationalen Companies wie Booking.com, wie aber natürlich auch ein Google oder meinetwegen auch Facebook, die in der Tourismusinformation zumindest schon weit vorne sind und im Vertrieb doch sehr stark aufschließen. Hier ist es also ganz klar, dass nach der Such- und Buchungsfunktion für Flug- und Hotelleistungen sicherlich auch relativ bald es zu der Buchbarkeit von Paketen kommen wird, ja, und somit das auch noch viel stärker dort integriert wird. Es ist die Frage, wenn man ein X-Veranstalter ist, wo dynamische Flüge und Hotels miteinander kombiniert werden und das in Zukunft auch ein Google mit anbieten kann, was dann eigentlich noch der Mehrwert eines solchen Veranstalters ist. Vielleicht das nur so mal als Denkanstoß in diese Richtung. Und das kann schneller kommen, als wir denken, wenn eben Google oder ein sonstiger Big Player mit einem großen System, dem diese Daten zur Verfügung stehen, kooperiert oder zusammenarbeitet, dann kann das relativ schnell passieren. Gut, und These 5, Digitalisierung der Kundenkommunikation und auch der Kundendaten habe ich Ihnen mal nochmal mitgebracht. Also hier tut sich, glaube ich, relativ viel, auch abseits des Tourismus. Wenn Sie sich Amazon als das Paradebeispiel angucken im Management mit Kundendaten, haben Sie sicherlich eine sehr gute Vorlage, wie das funktionieren kann. Es geht hier um Big Data. Big Data bedeutet in dem Zusammenhang, ich weiß, was der Kunde will und weiß das vielleicht auch sogar vor dem Kunden durch sein Verhalten, das er online oder auch offline zutage legt und die Kombination und Analyse jener Daten. Und letzten Endes, Social Media war vielleicht so eine Triebfeder für, wie ist Kundenkommunikation in Zukunft, aber da werden weitere Kanäle dazukommen, ob es jetzt WhatsApp gerade ist, die sehr stark kommen. Wir müssen einfach als Veranstalter oder auch als Reiseanbieter generell darauf eingestellt sein, dass neue Kanäle kommen und entsprechend reagieren können. Gut, hier ein kurzer Überblick über ein paar Systeme. Ich habe nicht alle mit drauf. Eben ist mir aufgefallen, die Kollegen von Trefex habe ich zum Beispiel hier nicht mit drauf. Die gehören auch unter Vertrieb mit dazu. Die Kollegen von Giatta, die gehören sicherlich unter Marketing mit dazu. Wenn Sie Hoteldaten benötigen, dann sind die Kollegen unter anderem dafür richtige Ansprechpartner. Große mittlere Veranstaltersysteme, WBS Blank, Bevotech, Peakwork kann hier sicherlich auch in Richtung Vertrieb und der Produktion von Daten interessant sein. ISO, wenn Sie ein bisschen was Individuelleres auch machen wollen und ein paar weitere Firmen, die Ihnen dazu helfen können. Kleinere Veranstalter, wie gesagt, Bevotech mit MyJack, sicherlich durchaus auch ein interessanter Ansatz oder mehr aus dem Busbereich kommt, das System Ratio. Im Einkaufsbereich haben wir einige Kollegen, die im Flugbereich, wie zum Beispiel Hitchhiker oder Y oder Mystify oder ich glaube Kiwi sind auch im Flugbereich unterwegs. Da können Sie doch einige Dienstleister hier in den Hallen besichtigen, auch im Backend-Bereich neben Wirecard für Zahlungssystem oder Y oder Ziel als Backend-System. Ist auch bei Bevotech am Stand auch jemand mit dabei. Also, Sie haben eine große Mischung.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Anstöße mitgeben, einen kurzen Überblick geben. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Folien, ich glaube, den Vortrag, der wird auch aufgenommen, gibt es da. Gott sei Dank hat meine Stimme gehalten, habe bis gestern im Bett gelegen. Und übergebe an meinen Kollegen Bastian Hiller, der Ihnen zum Thema Destinationen was erzählen wird. Wenn Sie sich für Weiterbildungsangebote interessieren, schauen Sie mal bei uns auf die Tourismus Zukunft Akademie. Dort finden Sie einige Webinare und Seminare zu diversen Themen. Danke.